Muss man natürlich immer schön rumfahren. Aber was will er von mir und wie benutze ich den? Fragen über Fragen und keine Antworten. Can extract, ja. Extrahiert feste Ressourcen vom die Untergrund. Bla 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 bla. Effizient. Der Extractor sollte. Weiß ich nicht. Er hat Strom. Er kann Dinge tun. Aber wo kommt das an? Im Inventar? Nee, oder? Das ist hier Kupfer. 7,58. Wird aber auch nicht mehr. Warum? Bio. Muss ich jetzt hier noch einen Container hinsetzen? Craft? Container? Geht das einfach so? Was kostet denn der? 4000 Hartmetall. Hier ist Mio. Habe ich zwar, aber okay. Halt, weg. Hier und dann hier. Kann ich ihn einfach hier so hinsetzen? Gravel. Wieso ist der Gravel? Nein, das ist Copper. Refit? Nee. Hat der gerade Kupfer drin? Gravel. Top. Der lädt hier Gravel ein, ne? Macht der Refeed. Accept. Kupfer. Sehr gut. Macht er jetzt Kupfer da rein? Er macht Kupfer da rein. Hartmetall, Autodiscard. Was war eine Discard? Weiß ich nicht. Okay. So funktioniert es. Gut. Also wir müssten jetzt noch 1, 2, 3, 4 andere Container hinstellen. Darum muss man erstmal kommen. Aber wir haben unsere erste kleine. Ich wollte ranzoomen. Die erste kleine Produktionskette. Und wenn wir den mit Rechtsklick anklicken, dann können wir. Ja, nicht schlecht. Kann ich den, wenn ich den irgendwann anders hinsetze, vielleicht sehen, wie effektiv der irgendwo ist? Kann ich den mehr hier so ranbauen müssen? Das da. Da brauche ich wieder ein bisschen Kupfer. Alles klar. Wir holen uns mal selber Kupfer. Ich hätte den mehr auf den Berg setzen müssen, ne? Ich hätte die Bäume hier wegmachen. Und der nimmt so einen großen Container mit, wa? Das sieht aus, als wenn da der große Container drin passt. Okay. Den habe ich gebaut. Oder? Ist das nicht der hier? External Storage. Kann ich dem jetzt einen Container einfach reinsetzen? So geht's nicht. Aber das ist doch der hier, ne? Würde ich jetzt behaupten. Der kann 6 Komponenten transportieren. Was sind denn Dezikubikmeter? Also DM hoch 3 ist so nicht Dezikubikmeter? Weiß ich nicht. 1 Kubikmeter Inventory Space.
Aber 6 verschiedene Komponenten, oder? Compartments? Compartments? Keine Ahnung. Upsi. Mach ich auch aus 2 Folgen, 3 Folgen? Ich weiß nicht. Ist ja sonst zu langweilig. Sag mal, jetzt fahr doch mal. So, okay, wir holen uns wieder ein bisschen Kupfer noch. Ob ich das genau hätte hier raussetzen sollen? Einfach da so. Aber ich glaube, das ganze Ding hier besteht aus Kupfer, oder? Oh, hier gibt es 90. Achso, Strom alle. Wie viel hat er? Guck mal, schon ja 45. Bah. Naja, dauert halt eine Weile, ne? Oder man baut halt mehr von den Dingern. What? Ich habe versucht zu finden. Okay. Wo will er denn jetzt hin? Sind da schon 2? Ey Leute, lasst mich in Ruhe. Galuvik? Ich Blei. Bleigalvanik? Irgendwie sowas, wa? Zum HGF 31 ausposten. 10 Minuten. Ja, tut mir leid, kann ich nicht. Schaffe ich gar nicht. Genau, nimm den einfach mit. Okay, bye. Der nimmt den Wissen hier mit. Nee, ich glaube, da kommt er zurück. Oder? Ach, da hängt er. Ah, das waren 2 ganz andere. Mann, Mann, Mann. Wir brauchen mehr Kupfer. Inventory voll. Stopp. Hier. Gravel, weg mit dir. Latex kann auch erstmal weg. Silizium, ja. Kohle kann auch weg. Kupfer, 1200 ist zu wenig. Hartmetall, 5900. Das scheint ein langwieriges Spiel zu werden, aber ich denke, wenn man dann irgendwann später ein bisschen was erreicht hat, dann mag das auch irgendwie gehen. Kann ich jetzt mal hier... Ich würde gerne aussteigen und dann ein Stück laufen können. Ja, fahr weg mit dem Latex. Ich hoffe, die bleiben liegen und die spawnen nicht. Und er... Was? Plötzlich haut er ab? Der wollte irgendwas haben und ich habe es akzeptiert. Kann das sein? So wie gerade mit dem anderen, was ich abgelehnt habe. Was ich bei dem anscheinend noch, Ja gut, wenigstens geht es uns nicht mehr auf den Nerven. So... Und da gibt es nichts zu meinen. Hier ist ein bisschen Kopper. Komm, noch mal so ein Ding hier. Ah, hier sehe ich, wie viel und wo. ja. Level 4, irgendwas. Oh, hier war 6. Guck mal. 6, 10. Hier oben ist nicht so gut. Entschuldigung. Anklicken. Das zeigt er mir immer gleich an, wie viel er wo kriegt. Also hier 610 ist hier wohl am meisten. Ich behaupte mal, dass die Solarzelle und der Container in dem Bereich sein müssen. 611, 612, Was fehlt denn noch? Kupfer. Oh, nicht viel. Alles klar, dann holen wir mal schnell Kupfer. Okay.
Kannst du jetzt mal so. Das sollte jetzt aber genügend Kupfer da sein. Kupfer 2,4 natürlich nicht. Da kommen einmal noch. 2,5, nee, reicht. Der da. Und dann hat man hier gerade irgendwo 612. Da ist es. Habe ich den jetzt hingesetzt? Ja, habe ich. Kriegt der Strom? Der bekommt 91% Effizienz. Was macht er hier? Hoch 91%. Der macht 0,3. Ui. Jetzt hör doch mal auf. Der macht gerade gar nichts. So, was mit dir? Kann ich dich einfach so... Okay. Die Dinge, die spawnen, wenn ich die rauslasse. Mein Latex ist weg. Oder habe ich alles mitgenommen? Keine Ahnung. Jetzt dürfte gerade gar nichts gehen, weil wir keinen Strom haben. Geht das? Perfekt. Habe ich euch dann beide erwischt? Der qualmt. Der qualmt. Nicht. Mann. Dann komm du mal mit. Ah. So, alles mitnehmen. Jetzt qualmt er. Geht das hier noch rein? Ja, aber sehr, sehr langsam. Sehr, sehr. Achso, sind doch 1000. Okay. Take. Der macht das ein bisschen flinker und dann setzen wir da gleich noch einen zweiten hin. Nee, hier. Der da. 0,4. X23. Alter, was ist denn hier los? Und ich freue mich da über 6,12. So, der ist ja wieder nicht in Reichweite, ne? Können wir noch ein zweites Solarpanel bauen? Was kostet das? Kupfer. Ups. Guck mal, jetzt nicht so viel hier drinne. Da müssen wir mal noch mal selber was abminen. Abminen. Huch. Weiß nicht, wie sich das hier mit dem... Warum wird das hier auch gerade alles so rot angezeigt, ne? Der macht 1,64 Strom, wenn ich das richtig sehe, oder? Und die brauchen 5 Strom. Oder nicht?
Silizium macht er auch ordentlich. Ja, es dauert halt ein bisschen. Ich glaube, ich müsste ja auch mal einen Container vielleicht noch hinstellen für Hartmetall. Falls der hier Hartmetall rausbringt. Ich glaube nicht, oder? Wir gucken nochmal. Ein Container, was kostet der? Der kostet 4000 Hartmetall, wir haben nur 3400. Okay. Dann eben nicht. Wie viel Kupfer hatten wir jetzt? Zu wenig. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das hier verhält mit der Basis. Jetzt, wenn ich jetzt hier meinetwegen ein paar Solarmodule hinmache, dass dann alles verbunden wird. Oder ob ich einfach hier zwischen noch irgendwas packen muss. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Generate Power from Sunlight. Okay, ja, so viel weiß ich auch, dass ein Solarpanel Strom aus Sonnenenergie macht. Leisten. Ja, wir brauchen Zeug. Und Kupfer brauchen wir auf jeden Fall für Strom, von daher ist hier erstmal, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir hier anfangen. Das hier unten, warte mal, Trade Agreement, bla 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 bla. Ja, können wir hoffentlich dann. Das ist so, ne? Ist ja unser Kupfer-Außenposten hier sozusagen. Haben wir jetzt hier eine Flagge eigentlich hingestellt? Weil ich sehe hier auch keine Flagge. Flagge? Die müsste doch irgendwo schon eine sein. Ich mache jetzt einfach so. Flagpole. Ja, top. Achso, Farbe. Das hätte ich eigentlich gern in Orange, ne, für Kupfer. Kupfer. Color Picker. Achso, kann man sogar noch selber. Aber ist okay. Lassen wir erstmal. Wenn wir jetzt hier M drücken, sehen wir immer noch nichts. Kohle, Kupfer und Magnesium. Nein. Können wir das abwählen? Hallo? Ich versuche gerade die Flagge anzuklicken. Mach die weg. Blub, blub. Hier, alles einpacken. 3000 Hartmetalle. Das nutze ich lieber für einen. Noch für so ein Solarmodul. Kannst du mal, danke. Ich möchte in diese Richtung fahren. Warum passiert da nichts? Och nee, weil es langsam dunkel wird, wa? Wir kriegen in der Nacht keinen. Kein Zeugs, weil halt keine Sonne scheint. Kann ich ihm nicht sagen, dass er das nicht abminen soll? Color Picker. Hier, grau. Wo ist eine schöne Orange? Da. Ja, sieht aus wie ein Orange. Okay. Spektakulär. Ja, lass mal so. Wie kriege ich das jetzt schon wieder weg? Wieso habe ich da jetzt ein Ziel? Unbenannter Außenposten.
Ist doch gar nicht wahr. Ich habe den Kupfer genannt vorhin. Go to. Was heißt das denn? Abbrechen? Noch da. Long cooldown. Okay. Ach, das heißt, ich kann nachher auch Schnellreisen machen. Okay. Was ist das? Nichts Besonderes. Kann ich nochmal. Kann ich jetzt eine Windturbine vielleicht bauen? Was wollte die haben? Aluminium. Bäh. Abenteuer, Silicon und 200 Kupfer? Kupfer? Da braucht er gar nicht so viel. Ja, ist aus, weil gerade dunkel. Toll, top. Dankeschön für nichts. Der macht noch ein bisschen. Wahrscheinlich, weil ich noch ein bisschen Strom. Kann ich den anleuchten und der macht dann trotzdem was? Nee, ist off. Ist auch off. Ach, das ist doch blöd. Wir müssen also Aluminium finden und dann da auch nochmal sowas aufbauen, dass wir Aluminium und Kupfer erstmal haben. Für Stromversorgung. Das heißt, wir finden hier irgendwo eine heiße Quelle. Was ist das? Weiß ich nicht. Wir fahren da trotzdem mal hin. Ich hoffe, wir finden das hier nachher wieder. Heiße Quelle wäre super. Und dann irgendwie Stromleitung oder irgendwas. Wie weit ist denn das weg? Hier ist ein Container. Das ist unser angeblich unbenannter Außenposten. Obwohl ich den Kupfer genannt habe. Hätte ich wahrscheinlich wieder Enter drücken müssen, wa? Los, ich möchte da durch. Das nicht. Nein, da komme ich gar nicht durch. Was treibt der denn hier? Mach das weg. Magnesium brauchen wir erstmal nicht. Und wenn ich jetzt ein Stück wegfahre, seht ihr dann auf der Minimap besser, auf der anderen Map besser? Wenn ich jetzt hier M drücke. Unnamed out post copper. Okay. Gut. Der heißt also doch irgendwie. Also ich denke, dass das Spiel auf jeden Fall eine Menge Potenzial hat. Ich werde hier nochmal privat versuchen, ein bisschen weiter zu spielen. Da ist eine kleine Geothermalquelle, aber wie kriege ich die denn bis darüber? Wie kriege ich denn den Strom von hier bis zu meiner Kupfermine zum Beispiel? Da muss doch machbar sein, oder? Oder kann ich. Ach, warte mal. Vielleicht können wir so einen kleinen Mini-Kreislauf machen. Hui, da probieren wir noch aus und dann beenden wir hier auch die Folge. Annehmt. So groß ist der? Weil hier, founded by Madde. Weil hier wird er mir schon angezeigt. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Der scheint hier schon recht groß zu sein, oder?
Wenn mir das hier schon angezeigt wird, dann musst du doch alle dazugehören. Und dann ist es doch egal, wo ich hier was habe, oder? So, können wir nochmal einen zweiten Container machen? Ich glaube nicht, ne? Dafür hat man nicht genügend Hartmetall. Ja, Container? Nee, leider nicht. Wie war der andere? Hier, ne? Hartmetall und Kupfer braucht er. Ich habe gehofft, dass ich jetzt dann mit den beiden Minern, holen wir ja auch Kohle raus ein bisschen. Damit könnten wir doch dann so einen Generator hier speisen und dann, ne? Wird es nicht ein Kreislauf? Also keine Ahnung, hoffe ich irgendwie. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Wir brauchen also noch ein bisschen Hartmetall. Also doch wieder suchen. Letztendlich dieser Tag-Nacht-Zyklus, der eben ein bisschen auf den Nerven. Das ist doch so elendig lange dauert. Schade, hat er nicht funktioniert. Okay, wo sind wir denn jetzt eigentlich? 1:20? Okay, dann werde ich wohl irgendwas zurechtgeschnibbelt haben, dass es hier mal ein, zwei Folgen werden. Okay, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Spieltest wieder dabei seid. Wir müssen mal gucken, was wir hier noch machen können. Ein richtiges Let's Play wird es wohl erstmal nicht. Dafür weiß ich noch zu wenig von dem Spiel und das dauert mir auch gerade also ein bisschen zu lange. Aber wenn ich mich hier vielleicht privat noch ein bisschen reingefuchst habe, dann können wir da bestimmt noch ein bisschen weiterspielen. Oder jemand von euch hat das Spiel auch schon gespielt und weiß, was ich hier gerade für ein Blödsinn die ganze Zeit gebaut habe. Okay. Gut. Dann, ja, würde ich sagen, gucken wir einfach beim nächsten Mal nochmal rein. Kann ich irgendwo speichern? Das war's nicht. Hier, Einstellung. Ach, das ist ein Server, ne? Also nicht wirklich ein Server, aber... Na, wird schon gehen. Desktop, Main-Menü, wir machen Main-Menü. Okay. Ich hoffe einfach, dass es das gleiche ist. Wenn ich beim nächsten Mal fortsetzen kann. Connect, join the next. Naja. Alles klar. Wie gesagt, hier, so heißt das Spiel nochmal, ne? Project 5, Sightseer von, ich würde sagen, den Leuten hier. Tascharen Entertainment. Ja. Bin gespannt, wie ihr das findet, wie auch immer. Ihr könnt es gerne mal weiterspielen, wenn ihr das möchtet. Ich versuche mich da noch ein bisschen reinzufuchsen, dass dann in den nächsten Folgen ein bisschen mehr passiert und ich dann auch ein bisschen mehr zeigen kann. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.